Gehe ich hier überhaupt richtig? Ach, hier ist die kaputte Brücke. Ja, da komme ich eh nicht drüber. Ich bin wahrscheinlich irgendwo falsch abgebogen. Trolle gibt es hier auch wieder. Das habe ich lange nicht gesehen. So. Das waren die. Nee, klappt nicht. Ja, ich bin wirklich irgendwo falsch abgebogen. Ich merke das schon. Ich muss dann nämlich wahrscheinlich ostwärts rum. Hier runter sozusagen. Ja genau, hier geht's in die Wüste. So. Genau, hier wollte ich jetzt mal gucken. Ich speichere vorher, weil hier wurde uns ja gesagt, es gibt hier keinen Weg zurück mehr. Deswegen gehen wir mal abwärts. So. Falls ich doch hier noch zu schwach sein sollte, dass es doch noch eine Möglichkeit gibt, das Ganze zu resetten. So, nieder mit den Gnomen. Gut, jetzt sind wir auf dieser Seite hier. Dann wollen wir noch mal gucken, ob ich den Weg zu diesem Bora-Felsen finde. Weil dort muss ich mich nämlich auch hinbegeben. Muss man natürlich den Weg dorthin finden. Das ist halt so die zweite Sache. Ah ja, hier müsste er ja eigentlich sein. Ja, da drüben ist er. Hallo, Bora-Felsen. Gucken, ob ich das hier überhaupt schon machen kann. Hütet euch vor dem Windsteinen. Die Steine verstärken die Macht des Windes. Seid vorsichtig, wenn ihr euch dem Bora-Felsen nähert. Gut, ich glaube, das kann ich wohl doch noch nicht, oder? Nee. Da fehlt mir noch etwas. Aber auf jeden Fall muss ich zu diesem Felsen auch noch früher oder später. Eigentlich wäre es am besten so früh wie möglich dahin. Aber wenn mir sowieso noch entsprechend Fähigkeiten fehlen, hat es ja gerade eh keinen Sinn. Aber hier gibt es noch neue Städte. Oh, das war die falsche. Ich wollte Erdbeben machen. So, Flammenwand. Und Plasma. Die sind weg. Dann kommen wir mal in dieses Städtchen hier rein. Garo. Und hier darf ich auch viel schieben. Sieht fast so aus, als könnte ich das nur von der anderen Seite. Achso, ich kann auch rüber. Ich Blindfisch. Blindfisch K.R. schlägt wieder zu. Oh, hier sehen wir sogar ein Evolutionsbild. Auch ganz cool. Ja, das war blöd. Jetzt kann ich den da nicht runterschieben. Aber ich glaube, das ist auch gerade nicht wichtig. Es wird hier oben immer dunkler. Das ist kein gutes Zeichen. Oh. Au! Ich erinnere mich. Au, au! Was war das? Au! 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 Ii. Und tschüss. Jetzt haben wir ihn verschreckt. Ich fasse es nicht. War das ein... Ein was? Crane, weißt du etwa, was das eben für ein Wesen war? Nun, vielleicht... Worauf wartest du dann noch? Sag es uns!
Ich vermute, es könnte ein Lykanthrop gewesen sein. Ein Lykanth was? Stellt sie euch als eine Rasse von Menschen vor, die mit einer besonderen Gabe geboren wurden. Du meinst so ähnlich wie Adepten? Ja, das kommt der Sache sehr nahe, Cosma. Du hast das sehr gut ausgedrückt. Adepten leihen sich ihre Fähigkeiten von der Kraft der Elemente, während Lykatropen ihre Fähigkeiten von der Kraft der wilden Tiere und Bestien erhalten. Deshalb nehmen sie auch die Gestalt von Tieren an. Sie mögen zwar furchterregend aussehen, aber wir müssen versuchen, Kontakt zu ihnen herzustellen. Lykanthropen, Werwölfe, ein ganzes Dorf, das sich versteckt. Geht es nur mir so, oder ist Crane tatsächlich ein wenig zu glücklich darüber, dass wir gerade auf ein Dorf voller Werwölfe gestoßen sind? So sieht's aus, wa? Aber der ist sowieso über viel dieser Art, glücklich darüber, das zu sehen. Was? Ich? Glücklich, Werwölfe gefunden zu haben? Du machst wohl Witze. Ich denke, ich bin nur neugierig auf all die Geheimnisse, die das neue Land verborgen hält. Jeder wahre Gelehrte würde dem Nervenkitzel erliegen, wenn er ein neues Land voller Mysterien erforschen durfte. Gibt es Werwölfe also nur in Oceania? Wenn dem so ist, wieso weißt du dann von ihrer Existenz, Crayden? Ja, das ist sehr eigenartig. Also gut, ich habe gelogen. Ich bin froh darüber, dass wir auf Werwölfe gestoßen sind. So, da habt ihr's. Zufrieden? Und wollt ihr noch was wissen? Ich möchte sie auch noch genauer unter die Lupe nehmen. Also vorwärts, gehen wir auf Werwolfssuche. Na dann, machen wir das mal. Der Mond sieht auf jeden Fall sehr schön hier aus. Und dieses Wolfsgebrüll im Hintergrund hat irgendwie was. Oha. Du, sagst, du hättest einen Werwolf gesehen? Ja. Sei doch nicht lächerlich. So etwas wie Werwölfe gibt es doch gar nicht. Seid ihr euch sicher? Ah, was habt ihr denn Tolles? Wie ungünstig, dass sie uns in einer Vollmondnacht besuchen, werter Herr. Kommen Sie doch tagsüber, dann präsentieren wir Ihnen unser gesamtes Sortiment. Ach, wieso nicht nachts? Es tut mir leid, aber in Vollmondnächten verkaufen wir nur Klauen und Zähne. Für solcherlei Waren hättet ihr doch sicher keine Verwendung, oder? Verstehe. Okay, wie sieht das Ganze hier untergrundmäßig aus? Ach, hier werden auch nochmal Läden. Ach, die sind alle hier mit dem Untergrund verbunden, okay. Na, hier komme ich nicht rüber. Na, hier ist ein sehr auffälliges Haus hier oben. Ah, hallo, Ältester. Wenn die Leute unseres Volks älter werden, entwickeln sich merkwürdige Kräfte. Selbst ich bin nur ein junger Welpe. Bedenkt man die Lebensspanne unseres Volkes? Mein Lebenspartner wird schon bald die Kraft erlangen, nach der er sucht. Na, mal schauen, was das für eine Kraft ist. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Wenn er noch einige Jahre braucht, definitiv nicht. Ja, wie gesagt, da komme ich ja nicht weiter. Und ihr bleibt immer noch... Au! Ups! Ich habe nur nach meinem Hund gerufen. Gut, oder? Naja, das war ein bisschen auffällig, meint ihr nicht? Ja da, Fremde sollten sich nachts hier nicht herumtreiben. Gäste sind in Garo jederzeit willkommen. Aber ihr tut besser daran, nach Einbruch der Dunkelheit in den Häusern zu bleiben. Hier ist ja sogar ein Hotel. Guten Abend. Verzeiht, dass ich meine Kapuze nicht abnehme, aber das Licht des Vollmondes bekommt mir nicht. Das sah aber diesen einen Werwolf etwas anders aus.
Liebt ihr nicht auch den Anblick des Vollmondes? Ach ja, manchmal schon. Ja, so geht es auch mir. Dennoch erfüllt mich der Gedanke mit Kummer. Denn wir hier können nicht direkt in sein Antlitz blicken. Oh, seid ihr verflucht? Ich habe vom Windstein gehört. Man sagt, dass etwas geschehen würde, wenn man den Wirbelwind an ihn einsetze. Ihr habt also vom Wirbelwind gehört? Nicht viele Leute wissen von ihm. Selbst in Garou können ihn nur wenige Auserwählter einsetzen. Garou existiert zum Schutze des Bora-Felsens. Als Gegenleistung gewährt er uns, seine Kraft zu nutzen. Sehr, sehr schön von diesem Felsen. Ich würde mal sagen, ich werde hier meine Nacht übernachten. Willkommen in unserem Haus. Ja, 24 Münzen nehmen wir. Gut, mal schauen, ob ihr uns auch schlafen lasst. Wie sieht's so aus? Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht. Ja doch. Oh, hier liegen sogar noch Soldaten. Wie, was? Wirbelwind? Windstein? Was für eine Zeitverschwendung. Nur ein großer Felsen. Seid ihr nicht so begeistert von diesem Felsen wie ich? Ach Mensch. Ah. Oh. Was, Fremde? Hier! Er ist schon wieder weg. Mist. Er versteckt sich. Okay, hier ist nur wieder die Möglichkeit, sich zu entfluchen oder so. Da komme ich leider so nicht rein. Das ist auch ein bisschen blöd. Ja gut, ich gehe ja schon. Kann in diesem Dorf ja doch nicht so viel machen, wie ich eigentlich jetzt dachte. Ja, so mangels Fähigkeiten muss ich hier später auch wiederkommen. Na, jetzt kann ich den hier schieben. Hui. Dann sehen wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Vielleicht gibt es hier noch mehr tolle Sachen. Ich befürchte aber fast nicht. Na, zumindest haben wir in den Städten mal Hallo gesagt. So konnte ich wenigstens diese dämliche Wüste damit vermeiden, also war nicht so schlecht. So. Die haben wir auch beseitigt. Ich und Wüsten werden nie mehr Freunde, Sings. Breath of Fire 3 hat mich geprägt. Deswegen, ja. Es gibt zwar auch Wüsten, die in Ordnung sind, aber trotzdem. Der erste Gedanke ist immer, Wüste. Nee, bloß nicht. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Derzeitige Position. Okay, hier komplett außenrum. Okay, ist hier noch irgendwas Tolles? Ja, eine Sache müsste hier noch sein. Laut der Karte. Na, hier ist eine Sackgasse. Hier ist schon mal nichts. Na, hier finde ich auch nichts. Naja, was heißt gewöhnt zu haben, Max? Wenn man weiß, wie man... Achso, in 4, ja gut. Ja, die ist ja auch nicht ganz so schlimm. Ich meine, da kann man sogar mit dem Sandgleiter langfahren. Das ist doch viel geiler, als durch die Wüste laufen zu müssen. Ah, hier ist das Städtchen. Das finde ich viel geiler. Mikasala. Hallöchen, Leute. Es ist lange her, seit es Besucher nach Mikasala verschlagen hat. Och ja, dann bin ich der erste Besucher seit langem.
Sieht aber auch nach einem netten Dörfchen aus. Seid ihr auf der Suche nach jemandem? Ja. Ich weiß zwar noch nicht wen. Nun, wenn ihr jemanden sucht, dann solltet ihr vielleicht besser an einen anderen Ort suchen. Danke für nichts. Tolle Hilfe. Hallo, alte Frau. Mein Mann hat viele Male versucht, den Bohrerfelsen zu erklimmen. Ich wüsste nur zu gern, was er in dem großen Felsbrunnen gesehen hat. Wahrscheinlich tolle Sachen. All jene, die den Bohrerfelsen erklommen haben, behaupten, sie können Dinge sehen, die das Auge allein nicht wahrnehmen kann. Ja, und genau das brauche ich auch. Sonst bin ich in mein Abenteuer irgendwann wirklich aufgeschmissen. Wenn du ins Herz von Osinia vordringen willst, gibt es für dich zwei Möglichkeiten. Du kannst dich vom Süden her nähern oder du versuchst es vom Norden her. Der Süden ist auf jeden Fall viel witziger als die Wüste. Im Herzen Osenias befindet sich ein heiliger Ort, der Bohrerfelsen. Wenn ihr tiefer nach Osenia vordringen wollt, dann seid auf jede Menge Ärger gefasst. Ach, eigentlich fand ich es nicht so tragisch mit den Gegnern. Wenn ihr über den Ozean im Süden blickt, könnt ihr bis nach Tundaria sehen. Eine Stadt namens Garu liegt östlich von uns, aber ihre Bewohner sind nicht unbedingt menschlich. Ja, das haben wir auch schon mehr oder weniger bemerkt, auch wenn sie sich nicht wirklich zeigen wollen. Willkommen, willkommen. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Hat euer Auge an etwas Gefallen gefunden? Was hast du denn Tolles? Ja doch, hier gibt's ein paar coole Sachen. Ich habe Geld. Ich bin bereit zu bezahlen. Jopp, direkt ausrüsten. So, einmal Spielticket. Eine Psi-Rüstung. Bringt aber bei keinem was. Nee, hier schneid's nicht, Max. Ein Bronzehelm. Oh, der klingt schon mal gut. So, danke fürs Spieleticket. Mehr hast du nicht. Ein Armreif könnte ich noch hier für die beiden Ladies ausrüsten. So, noch ein. Im Prinzip war es gar nicht so schlecht, hier in diesem Dorf einmal nachzusehen. Gut, wir sind bestens ausgestattet. Zumindest hat dieser Abstecher sich gelohnt. Auch wenn die hier keine großen Infos geben. Hallo Schaf, ich will mal kurz deine Gedanken lesen. Oh ja, ich liebe es, das saftige Gras in mich hineinzuschlingen. Ja, Schafe halt, ne? Aber ich weiß nicht, was an Gras so saftig sein soll. Der Boden hier ist so weich. Ich würde zu gerne versuchen, an dieser Stelle zu scharren. Meinst du denn etwa so? Ups, nee, das war das Falsche. Mäh, mäh. Entschuldigung. Ich wollte nur ein bisschen graben. Gaga gag? Irgendwie lassen die mich nicht. Doch, jetzt geht's. Aber hier ist nichts. Andere Seite? Ah, perfekt. Geilen Weg gefunden. Manchmal lohnt es sich, die Gedanken von den Tieren hier sich mal durchzulesen. Na, wo bin ich jetzt? Auf der anderen Seite. Aha, ich habe einen Djinn. Der Mers-Djinn Funke folgt Felix. So langsam habe ich aber viel zu viele Djinns. na gut. Ja, und wie komme ich jetzt an die Truhe da oben? Ja, da muss ich einen anderen Weg hinfinden.
Ja, aber cool, wenn ich schon mal diesen Djinn habe. Ja, ich weiß, es gibt nie zu viele Djinns, aber ich meine jetzt, ich will sie halt entsprechend fair verteilen. Das ist so das Problem gerade. Aber das werden wir ja auch bald lösen. Hier ist auch nichts Tolles mehr. Nee, hier ist die Kirche. Muss ich einmal übernachten? Nee, muss ich nicht. Gut, marschieren wir weiter. Falsche Richtung. Nee, richtige Richtung, ne? Hier ist nur eine Sackgasse, ne? Oder? Nee, hier ist... Okay, wollte schon sagen. Von der einen Ecke komme ich da, ja? Da war ja nichts. Okay, danke Cosma. Die Truhe lasse ich erstmal liegen. Ich komme ja später nochmal dahin wahrscheinlich. Ich gehe mal hier rum. Das ist die falsche Ecke. Ne, da oben geht schon weiter. Ist alles in Ordnung, glaube ich. Theoretisch müsste hier jetzt der Übergang gleich sein. Zum anderen Kontinent. Nee? Scheiße, ich bin in der Sackgasse gelandet. Ja, hier ist definitiv eine Sackgasse. Also nichts Spannendes. Vielleicht ein Djinn, deswegen gucke ich hier noch kurz. Aber ich glaube nicht. Jetzt kriege ich natürlich keine Zufallskämpfe, doch. Nee, nur ein Momoga. Momunga meine ich. Momoga.